ganz deutlich, das ist natürlich das übergeordnete Thema hier, Neymar und sein Ausfall. Wir sind direkt nach dem Spiel Deutschland gegen Frankreich am Flughafen gesessen in Rio, haben das Spiel gesehen, Brasilien gegen Kolumbien, haben diese Szene und die Auswechslung auch gesehen. Und dort haben schon alle Menschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, bloß nicht Neymar. Die waren alle total geschockt. Dann saßen wir im Flieger, sind hierher geflogen, anderthalb Stunden Richtung Porto Seguro. Und im Flieger hatten wir Fernseher an unseren Sitzen. Und dort wurde im brasilianischen TV diese eine Szene, dieses Einsteigen von Zuniga gegen Neymar, immer wieder gezeigt, quasi alle 30 Sekunden hat man diese Verletzung gezeigt und eingeblendet, wie der aktuelle Stand ist. Gestern dann gab es Live-Übertragungen, wie Neymar aus dem Quartier der Mannschaft mit einer Krause abtransportiert wurde Richtung Krankenhaus. Die berichten quasi jede Sekunde, die möglich ist, live über die Verletzung von Neymar. Das bewegt die Nation und jeder hofft natürlich, auch wenn er nicht spielen kann, dass Neymar am Dienstag beim Halbfinale gegen Deutschland zumindest schmerzfrei ist und so als Zuschauer im Stadion ist, um der Mannschaft die Daumen zu drücken. Und Neymar hat ja selbst eine Videobotschaft gesendet, hat gesagt, der große Traum vom Finale ist für mich geplatzt, aber meine Nation Brasilien kann es immer noch schaffen, Weltmeister im eigenen Land zu werden. Und deswegen unterstütze ich euch mit allem, was ich habe. Und das ist natürlich bewegend für die Menschen hier. Wir haben viele Leute gesprochen, die gesagt haben, das ist traurig, das ist ein Ausfall, den wir kaum verschmerzen können, aber sie müssen es tun. Und vielleicht kommt er jetzt sogar zu einem Gefühl wie jetzt erst recht, ohne Neymar, ohne den gesperrten Thiago Silva. Dann müssen sie die Deutschen jetzt erst recht schlagen und auch für die beiden, die fehlen. Hört sich so ein bisschen an, als wenn die Brasilianer gar nicht antreten wollten am Dienstag im Halbfinale. Wie sieht die Mannschaft denn das so um? Ist es als Vorteil oder als Nachteil, dass er nicht spielen kann? Ja, die deutsche Mannschaft bedauert das natürlich, dass Neymar nicht spielen kann. Es gab viele Meldungen auch auf Twitter, auf Facebook, in den sozialen Netzwerken. Und wenn man mit den Betreuern der Nationalmannschaft auch gesprochen hat, man hat diesen Eindruck, man möchte sich natürlich mit den Besten der Welt messen. Und es wäre natürlich ein besseres Finale, wenn Neymar und Thiago Silva dabei wären. Die Deutschen haben durchweg durch die Bank gesagt, auf dem höchsten Niveau wollen wir uns messen. Wir sind natürlich konkurrenzfähig. Wir bedauern diesen Ausfall von Neymar und wir drücken ihm die Daumen, dass er schnellstens wieder gesund wird. Und ich nehme das jedem Einzelnen des DFB-Teams auch ab. Markus, die Stimmung in Brasilien war die ganze Zeit ein bisschen gereizt. Die einen haben gesagt, ja, was soll die WM? Das kostet nur Geld, wir haben ganz andere Probleme. Die anderen haben sich natürlich gefreut, die Fußball lieben. Es gibt auch viele, die gerade für Deutschland deswegen auch halten. Gibt das jetzt nach dieser Verletzung? Was ist dein Eindruck? Ja, das klingt vor.